mein Name ist Carla und heute zeige ich euch, wie ihr euch ganz easy peasy so eine schöne Karte selbst gestalten könnt. Dafür habe ich so leere, vorgefertigte Postkarten, die schon frankiert sind. Zusammen werden wir heute dieses Motiv hier machen, passend zum Thema Bleib gesund. Dafür brauchen wir nichts anderes als diese Textmarker, einen schwarzen Stift, Bleistift und Radiergummi. Da wir dieses Motiv benutzen, werde ich in dem Fall ein Hochformat nehmen. Schreibe ich dann in dem Fall dieses Bleib gesund. Nachher werde ich das B wieder ein bisschen kleiner machen, das ist mir hier zu groß geworden. Dann überlege ich mir, wo setze ich die Blümchen hin. Ich habe jetzt hier relativ viel Platz, darum werde ich die Blümchen eher in dieses Eck setzen. Die deute ich mir jetzt mal mit solchen Kringeln an, damit ich weiß, wo ich die hinsetzen möchte. Ich kann auf jeden Fall diesen Stift hier empfehlen, weil der farbecht ist. Das bedeutet, wenn ich den jetzt mal hier auf dem Papier kurz vorführe, ein bisschen warte, bis er trocken ist, kann ich, auch wenn es ein ganz, ganz heller Stift ist, ihr kennt das vielleicht bei anderen Feinlinern, wenn ihr mit dem Textmarker drüber geht, weil ihr euch was markieren wolltet, dass es die ganze Tinte übers Bild gezogen hat. Das passiert bei diesem Stift nicht. Macht es ruhig, ganz entspannt. Am besten, ihr drückt nicht zu fest aufs Papier drauf, weil dann wird die Linie auch nicht so ruckelig. Wenn ich jetzt mir nicht sicher bin, ob ich das in einem Zug schaffe, dann darf ich auch gerne absetzen. Ist auch ein kleiner Tipp von mir, bei jedem Buchstaben nochmal neu ansetzen, weil das durchzuziehen ist gar nicht so easy. Und wenn es euch jetzt so geht wie mir, dass ihr hier so ein bisschen verwackelte Linien habt, dann gibt es die Möglichkeit, dass wir diese ganzen Linien insgesamt ein bisschen dicker machen. Dann seht ihr jetzt zum Beispiel zwei Optionen. Einmal mit dem hier, einmal mit den dünnen Linien. Ihr könnt euch jetzt aussuchen, welcher Stil euch besser gefällt. Da der Bleistift leider mit diesen Textmarkern nicht so schön farbecht bleibt, werde ich den jetzt hier als erstes wegradieren. Ich halte den Stift so, dass ich mit der Spitze vorauszeichnen kann. Und dann gucke ich immer, dass ich immer nur die rechte Seite von der Linie vom Buchstaben so ein bisschen nachfahre, wie ein Schatten sozusagen. Ich halte den Stift auch wieder so, dass die Spitze nach unten zeigt und setze den Stift so an, dass es so eine spitze Linie gibt. Es ist ein Strich, der spitz anfängt und spitz endet. Am Anfang drücke ich also ein bisschen leichter, dann drücke ich ein bisschen fester und dann setze ich wieder ganz vorsichtig ab. Und das Gleiche mache ich dann auch von der anderen Seite. Wenn ihr jetzt Probleme habt, das aus der Richtung so zu machen, dann könnt ihr die Karte auch einfach drehen und dann den nächsten Strich wieder von oben machen. Die müssen auch nicht perfekt sein, die Striche. Ja, wie gesagt, das lebt ja so ein bisschen davon, dass es nicht ganz so perfekt aussieht, was das Ganze ja wieder schön macht. Und diesen Stil nennt man auch Loose Floral. Und da darf das ruhig ein bisschen lockerer von der Hand gehen. Und mache hier oben so eine kleine orangene Blüte. Und dann ab die Post.